Zu diesem Zeitpunkt fand bei Nürnberg ein Kongress von Zirkusunternehmern statt. Ein Ausschnitt aus Alexander Kluges Film Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. Was er hier als Treffen von Zirkusunternehmern bezeichnete, war die legendäre Zusammenkunft der Gruppe 47 in der Pulvermühle im Jahr 1967. Auch die Gruppe selbst war zu diesem Zeitpunkt längst zur Legende geworden. Sie ging damals ins 20. Jahr ihres Bestehens. Und das ist gut 20 Jahre her. Die Manege für die unwiederbringlichen Literaturzirkusspiele war in jenem Jahr 67 ein simpler fränkischer Gasthof. Die Artisten, erfahrene im Unternehmen des Prinzipals Hans-Werner Richter, immer wieder engagierte Künstler, aber auch junge Talente, die auf ihre Entdeckung warteten. Eine Entdeckung in der Gruppe und durch die Gruppe. Nicht um zu lesen, sondern um auf drastische Weise... In der fränkischen Abgeschiedenheit aber war es im Jahr 67 nicht abgeschieden genug. Auf der Buchmesse des gleichen Jahres, nur wenig später, zeigte sich schon deutlich, welchen Gegenständen sich die Literatur fortan zuwenden sollte. Politisch hatte sie zu werden, sollte sich nicht länger mit den Scheinproblemen der Form aufhalten. Munter, laut und aufgeregt übertönten Sprechchöre den üblichen Messetrubel. Zum einzig akzeptablen literarischen Werk wurde für kurze Zeit das Flugblatt. Der Springer Verlag, den auch die Mitglieder der Gruppe 47 in ihrer Mehrzahl zu boykottieren beschlossen hatten, war Symbol für alles, was es zu bekämpfen galt. Reaktion, politische Erstarrung, die Ideen des Kalten Krieges und die Manipulation. Ein paar Studenten vom Erlanger SDS hatten damals auch in der Pulvermühle diesen Forderungen Gehör verschaffen wollen. Die Pulvermühle angetreten. Die Gruppe 47 ist ein Papiertiger! Die Gruppe 47 ist ein Papiertiger! Und wem musste es lauter in den Ohren dröhnen als den Autoren der berühmten Gruppe, die mit ihren Konflikten und Preisen, mit Richters radikaler Subjektivität und einzelnen berühmten Mitgliedern schon damals ein Mythos geworden war. Umso mehr ist sie heute einer. Aber auch jene, die damals so nachdrücklich mit ihrer Aktion und ihren Parolen den Dichterseelenfrieden durcheinandergebracht hatten, sind längst zum Mythos erstarrt. Die Studentenbewegung, die 68er. Im Jahr 67 wurde die Revolte vorbereitet und löste, wie sich zeigen wird, jene Gruppe ab, die nach Kriegsende eine andere Literatur und ein anderes Leben hatte haben wollen. So kommt man im Jahr 1988 zum Gipfel des deutschen Feuilletons. Da residiert einer, den man damals wohl noch nicht mit dem Namen des höchsten kirchlichen Würdenträgers bezeichnet hatte und erinnert sich. Marcel Reich-Ranitzky. Wenn ein Käfer einen Ast entlang läuft und dann kommt er an beim Apfel und der Apfel fällt runter, so nicht deshalb, weil der Käfer da war, sondern weil der Apfel reif war zum Runterfallen. Ein starkerer Wind hätte es wohl auch gemacht. Die Gruppe 47 ging ihrem Ende entgegen und ab 63 etwa redete man stets darüber, nun Schluss, nun reicht, das hat keinen Sinn mehr, das hat sich überlebt, das war eine Erfindung der späten 40er Jahre, sehr sinnvoll in den 50er Jahren und nun ist es vorbei. Hans-Werner Richter war entschieden dagegen, damit Schluss zu machen und ich bin immer wieder hingefahren. Ich bin aus einem einzigen Grund in den letzten Jahren hingefahren, da ich immer befürchtete, dies könnte die letzte Tagung der Gruppe sein, wollte ich dabei sein. Ich wollte den Untergang der Gruppe, die letzte Tagung miterleben. Mit Lust oder mit Trauer am Untergang? Nein, einfach mit dem Gefühl, das ist nun fällig, das ist vorbei, das hat keinen Sinn.
In diesem Berliner Haus wohnt gelegentlich der treueste Freund und vielleicht erfolgreichste Teilnehmer der Gruppe 47, Günter Grass. Herr Grass, mit einem Abstand von 21 Jahren jetzt an die Pulvermühle und Ihr doch ein bisschen bizarres Ende gedacht, was ist damals kaputt gemacht worden oder was war schon kaputt und wurde dann plötzlich klar, welche Rolle haben diese Studenten gespielt, die da kamen? Was war eigentlich dort? Also die Gruppe 47 hatte zu dem Zeitpunkt ihre Hochzeit, glaube ich, schon hinter sich. Dass die zu starke und zunehmende Präsenz von Großkritikern, von Verlagen, der Einbruch der Medien in diese Tagungen hinein, das wirkte verändernd. Sodass Autoren sich bei der Kritik zurückhielten, eine gewisse Vorsicht waltete. Und dennoch ist diese Tagung in der Pulvermühle, wenn ich mich recht erinnere, von literarisch guter Substanz gewesen. Und sie war auch aus einem anderen Grund interessant, weil bei allen Gegensätzen in politischen Situationen doch ziemlicher Konsens herrschte. Es kam zu, durch Martin Walser in erster Linie leidenschaftlich betrieben, zu einer Resolution, einem Boykott der Springer-Zeitungen, dem sich die meisten Autoren anschlossen. Und in diesem politischen Vorgang, der neben den Lesungen vorbereitet wurde und lief, tauchten dann eine Gruppe Studenten auf in Sportwagen, Cabriolets fuhren die da von Erlangen an, Söhne aus gutem Hause, aus zu gutem Hause vielleicht, und hatten wenig Ahnung von dem, was da geschah, nahmen das auch nicht zur Kenntnis, wollten stören, glaubten sich irgendwelchen Feinden, irgendwelchen Gegnern gegenüber zu sehen. Und es gab Autoren, die darauf eingingen, die das meinten, hier dürfe jetzt so etwas Wichtiges, wie ich nach wie vor meine, Lesen von Texten nicht weitergehen, man müsse mit diesen Studenten diskutieren. Und andere waren dagegen, ich war dagegen, ich war für Fortsetzung der Tagung. Ich glaube, dass es Hans-Werner Richter sehr verletzt hat. Ein bisschen zu einer Verkennung seiner Arbeit, glaube ich, auch begriffen. Und das hat ihn dazu geneigt gemacht, mit den Tagungen der Gruppe 47 aufzuhören. Andere Berliner Wende. Unter den ganz jungen und noch unbekannten Teilnehmern war damals der Schriftsteller Jaak Kasunke. Er hatte nach dem Ende der Gruppe den Traum von der Einigkeit der Einzelgänger nicht aufgegeben und engagierte sich im VS und in der Gewerkschaftsarbeit. Ja, also das Aufeinanderprallen ist eigentlich eher so, wenn man einen kleinen Kiesel gegen einen großen, hohlen Tank wirft, dann gibt es ein großes Echo und der Kiesel ist klein. Und es hat sich damals herausgestellt, dass die Gruppe ein großer, hohler Tank war, zu dem Zeitpunkt, wo der kleine SDS-Kiesel aus Erlangen dagegen geschleudert wurde. Es war eine klassische Überreaktion, das würde ich schon sagen. Aber solche Überreaktionen haben ja Gründe. Das heißt, die passieren ja immer dann, wenn das Eigentliche, auf das reagiert werden soll oder muss oder was alle spüren, wenn dieses Eigentliche ein bisschen verdeckt ist, dann sucht man sich einen Anlass. Was war denn das Eigentliche? Was hat denn diesen Tank so hohl gemacht, um in Ihrem Bild zu bleiben? Naja, das Eigentliche war, glaube ich, die politische Repräsentationsfunktion der Schriftsteller, die sie in der Restaurationszeit sozusagen als Monopol hatten. Man brauchte bloß ganz bisschen was zu machen und die Regierenden rasteten aus. Und es wurde immer wahnsinnig rumgeschimpft. Also da waren die Überreaktionen auf der politischen Seite. Und da haben sich ja insbesondere christdemokratische Politiker hervorgetan, Reichsschrifttumskammer und was es da alles gab. Das heißt, die Gruppe 47 hatte ein durchaus berechtigtes Bewusstsein davon, eine politisch repräsentative und oppositionelle und fortschrittliche Gruppe zu sein. Und dieses Monopol wurde ja ab 67 dann durch die Studentenbewegung gebrochen. Und die SDSler haben ja da an den Bäumen so kleine handgemalte Plakate angenagelt gehabt in der Nacht. Und da stand drauf unter anderem, die Gruppe ist ein Papiertiger.
Und das war sie natürlich. Sie war ein Papiertiger. Aber nun wurde das erste Mal gesagt. Und anstatt dass man da sein geheiligtes Ritual abspulen konnte, kamen da Leute mit Luftballons und irgendeiner kleinen harmlosen Musik und störten eine Lesung, man denke. Und als wir dann, die Lesung wurde abgebrochen, ins Freie strömten, standen sie draußen und riefen Dichter, 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 was alles sehr lustig war. Also es hat niemals einen harmloseren SDS gegeben als den von Erlangen. Ne? Nun hatten sie bloß die große Gruppe 47 in ihrer unmittelbaren Nähe. Und da waren sie in ihren schrottreifen Autos da mal hingefahren. Und ich habe gehört, es waren teure italienische Sportautos. Das glaube ich nicht. Es ist ihnen, den Studenten ist übel genommen, dass sie überhaupt mit Autos kamen. Statt zu Fuß. Einer hat gesagt, das sind vielleicht Revolutionäre und so. Und der einzige von den älteren Autoren, der vollkommen gelassen und normal und human reagiert hat, kennzeichnenderweise keiner von den Autoren, die als besonders politisch galten, nämlich Wolfgang Hildesheimer, sagte, wo steht denn geschrieben, dass Revolutionäre zu Fuß gehen müssen? Und die hatten die üblichen Krücken, mit denen Studenten damals rumfuhren. Und der Hildesheimer ist es ja dann auch gewesen, der da, nachdem die des Geländes verwiesen waren, über die Brücke rübergegangen ist, nachdem er vorher aus seinem Kofferraum eine Flasche Grappa geholt hatte. Ich bin da mitgegangen, weil ich noch kein ausgewiesener Dichter war und weil ich aus München noch ganz andere SDSler kannte. Und das hat immerhin Peter Riemkorff ermutigt, sich seiner eigenen oppositionellen Vergangenheit so weit zu erinnern, dass er an einem zeitlichen Sicherheitsabstand uns gefolgt ist. Man konnte ja sehen, dass die uns gar nicht bissen, sondern die standen da und redeten mit uns. Und die waren eigentlich völlig verblüfft, wie auf sie reagiert worden war. Und die müssten eigentlich sehr geschmeichelt gewesen sein. Die waren eigentlich eher etwas verwirrt, hatte ich den Eindruck. Das Ganze war wie vieles, viele Umstände bei solchen Geschichten etwas komisch. Im Grunde ein humoristischer Vorgang. Wir saßen und hörten uns wie üblich einen Text an. Die Gruppe 47 war kein Debattierclub. Es war nicht erlaubt zu diskutieren über Literatur und über Politik und Gott weiß was. Da wurden Texte vorgelesen und es waren nur erlaubt Äußerungen zu diesen Texten. Es wurde fast nur über die Sprache der Texte gesprochen, über die formalen Ausdrucksmittel. Und es war schon verwunderlich, wenn sich manche Kritiker weniger erlaubten, auch auf inhaltliche Elemente einzugehen. Die Gruppe 47 lebte so lange, weil der Richter alle allgemeinen Gespräche und Diskussionen verhindert hat. Er sagt, da könnt ihr in der Pause darüber reden. Hier wird über den Text geredet, der eben vorgelesen wurde. Und gerade las ein Ausländer, das passierte sehr selten, dass man Ausländer, die nicht Deutsch schrieben, lesen ließ. Aber wenn ich mich recht entsinne, war es Lars Gustafsson und wie Witz der Weltgeschichte es will, er las eine Erzählung über den russischen Anarchisten Bakunin. Und während er las, hörten wir außerhalb des Hauses an den Fenstern ein bisschen Krach. Aber ich muss sagen, die meisten hat das überhaupt nicht interessiert. Wir haben zugehört, was der Gustafsson las und alle überlegten wir uns, was werden wir dazu sagen? Das ist ja eine Übersetzung und es hat ja keinen Sinn, Übersetzungen zu beurteilen. An dem Stil ist ja der Gustafsson nicht ganz schuldig, nicht mitschuldig, das hat ja ein Übersetzer gemacht. Der Krach wurde immer größer, aber was da gebrüllt wurde, haben wir nicht verstanden. Wir sahen junge Menschen. Aber es interessierte uns nicht sehr. Richter war wohl etwas beunruhigt, weil er etwas verstanden hatte. Richter war immer beunruhigt, wenn er das Wort Gruppe 47 hörte. Und da hörte man plötzlich brüllen, die Gruppe 47 ist ein Papiertiger. Was das bedeutet, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Warum eine literarische Gruppe ein Papiertiger sein kann und warum sie kein Papiertiger sein soll, ich verstehe es immer noch nicht. Dann wurde gebrüllt. Das hatten wir auch so ungefähr verstanden, etwas, was mir unvergesslich ist. Das ist Deutschland. Es wurde nämlich gebrüllt, Dichter, Dichter, Dichter. Ich verstehe nicht, es wäre ein Ärztekongress, wären Leute gekommen, hätten gebrüllt, Ärzte, Ärzte. Dichter als Schimpfwort. Im Land der Dichter und Denker war das plötzlich
ein Schimpfwort geworden. Nun, Richter hatte eine Pause angeordnet und einige gingen raus, andere waren überhaupt nicht daran interessiert. Ah. So an dem Gespräch mit denen, die gekommen waren, waren vor allem die linksextremen Schriftsteller damals interessiert. Das war Erich Fried und der Reinhard Lettau und Martin Walser, die gingen zu den Studenten oder angeblichen Studenten, die mit ihren ganz schmucken Autos gekommen waren, meist aus Erlangen, und sagten: Freunde, Gefährten, Genossen, wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen uns unterhalten. Und die brüllten darauf los: Wir wollen diskutieren, wir wollen diskutieren. Nun gut, die wollten diskutieren, aber wenn einer brüllt, wir wollen Bier trinken, ist klar, was er will. Wenn er brüllt, wir wollen diskutieren, dann ist noch eine Frage zu stellen. Worüber denn eigentlich? Ja, worüber sollte man diskutieren? Die Themen waren damals noch nicht ideologisch abgesichert, eher vage. Die politischen Wege derer, die hier vom unangefochtenen Zirkusdirektor begrüßt werden, trennten sich in den folgenden Jahren. Eine Innenansicht der Gruppe, so schwierig sie ist, gelingt mit dem folgenden unschätzbaren Dokument dieser Versuchsanordnung von Helmut Heißenbüttel. Von 25 Autoren lasen 16 zum ersten Mal. 10 wurden positiv, 9 negativ und 6 verschieden beurteilt. In der Kritik fielen von 200 Wortmeldungen je 20 auf Walter Jentz und Joachim Kaiser, 17 auf Walter Höllerer, 16 auf Erich Fried, 12 auf Günter Grass, 11 auf Hans Meyer, 9 auf Marcel Reich-Ranitzky, je 7 auf Heinz von Kramer und Peter Weiß, je 5 auf Hans Magnus Enzensberger, Alexander Kluge, Jakob Lind und Hermann Piewit. 13 Kritiker sprachen je 4-mal und weniger. Das war das eine damals. Und diese kannibalische Party, ordinär laut und lustig, war ein Verlagsempfang auf der Buchmesse 67. Alles änderte sich in Windeseile. Die Manieren, die Hierarchien, die Autoritäten. All das wurde unverzüglich abgeschafft. Und im Eifer des Gefechts ging manches mitunter, was man Jahre später dann wieder mühsam rekonstruieren sollte. Anderes, wie der Feminismus, spielte noch keine bedeutende Rolle. Die lustvolle Manscherei in einer Pastetenfrau wäre heute längst undenkbar. Wolfsbein! Wolfsbein! Scheiß Militaristin! Die Studenten waren überall, redeten, aßen, agitierten. Einer von ihnen, ein temperamentvoller Import aus Paris, mischt sich noch heute gern ein, wenn auch nicht mehr in gleicher Weise. Der Herausgeber der Zeitung Pflasterstrand, Daniel Cohn-Bendit. Für mich ist die Gruppe 47 Ausdruck einer totalen gesellschaftlichen Verklemmung der Bundesrepublik. Und die Studentenbewegung hat sicherlich diese Verklemmung beendet. Deswegen war dann die Bedeutung einer kritischer Intellektuellen, also nicht in ihrer Literatur, aber in ihrem Wesen, wie sie sich, über was sie sich artikuliert haben, ob sie über den CDU-Staat geredet hat oder dies oder jenes oder was machen darf oder nicht darf in der Bundesrepublik, hat diese Gruppe eine Bedeutung gehabt. Was die Literatur jetzt an sich betrifft, dann würde ich sagen, war diese Studentenbewegung eine sehr, ungebildete Bewegung. Sie hat ja im Grunde genommen nicht umsonst in ihrem Schlepptau, also Anfang der 70er Jahre, diese unsägliche Arbeiterliteratur nach sich gezogen, diese Unmittelbarkeitsliteratur, die praktisch unleserlich ist. Wobei natürlich sicherlich einige Texte sind, die sehr eindringlich einem vorkommen,
Aber das als große Literatur, als eigentliche Literatur zu deklarieren, das konnte nur eine Bewegung wie die Studentenbewegung, wie die deutsche Studentenbewegung, die im Grunde genommen ahistorisch ab einem bestimmten Punkt sich intellektuell bewegen musste. Und in diesem, ich bin der Meinung, dass die Intellektuellen in der Bundesrepublik, das heißt die Literaten, die Autoren, Autorinnen, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Plötzlich kam eine Bewegung, die gesellschaftliche Bedürfnisse von ihnen genau trafen. Eine Bewegung, die endlich diese Umklammerung, dieses Kleinbürgerliche in der Bundesrepublik, dieses Lebende total auseinanderbrechen ließ. Aber gleichzeitig kamen sie mit ihren literarischen Ansprüchen überhaupt nicht zurecht und haben sich sehr einige von ihnen angebiedert. Andere haben einfach zweigeteilt, weitergelebt. Hier mache ich meine Literatur und hier bin ich engagiert. Und werde zur öffentlichen Person. Und werde zur öffentlichen Person oder benutze meine Öffentlichkeit für politische Ausgaben, was völlig legitim ist, wenn man das auseinandertrennt. Was haben Sie an Autoren der 60er Jahre für sich selber übrig behalten? Ein deutscher Autor? Ja. Böll. Und Böll ist für mich so eine, ich meine, niemand wird je leugnen können, dass Böll engagiert war. Er hat auch sehr wenige politische Fehler gemacht. Das heißt, er hat eine Sensibilität gehabt für Missstände, für Außenseiter, die er auch gesellschaftlich artikuliert hat, ohne sich vereinnahmen zu lassen, ohne eine Moral für eine andere Moral auszutauschen. Und gleichzeitig hat er eine süffige Literatur gehabt für mich, ja, die ich gern gelesen habe, in verschiedenen Phasen. Ob das eine große Literatur ist, das überlasse ich anderen Leuten, das zu beurteilen. Ein Hinterhof im Frankfurter Universitätsviertel. Hier findet man heute jene besondere Buchhandlung, die früher direkt an der Universität gelegen, Brenn- und Beobachtungspunkt für die literarischen Interessen oder Nichtinteressen der Studenten war. Die Buchhandlung von Melusine Huss. Waren die Studenten damals so viel literaturbewusster als heute oder war das Ganze eigentlich mehr eine Marginalie? Ich glaube, es war einfach ein großes Missverständnis. Die Studenten waren absolut nicht literaturbewusst, was im heutigen Sinn Literatur ist, mit Ausnahme von natürlich politischen Dingen. Die waren ganz wichtig für sie und es gab also auch das Bewusstsein, die besitzen zu wollen. Ein großer Teil dieser ideologischen Stehlerei, wie ich das nenne, hing ja damit zusammen, dass es das Gefühl hat, ich muss das Buch zu Hause haben, damit sozusagen sein Geist in mich übergeht. Das, ob sie es alle gelesen haben, das würde ich sehr bezweifeln. Aber dieser Zusammenstoß dann mit wirklicher Literatur, gerade mit dieser Gruppe, war, glaube ich, einfach was verkehrt Gedachtes. Die haben gar nicht so viel erwartet von der Literatur, denn das ist ja das Merkwürdige. Auf der einen Seite die große Forderung an die Literatur, sich der Politik zuzuwenden, und auf der anderen Seite dieses Verdikt, die Kunst kann das gar nicht, die Kunst kann nicht die Welt verändern. Wie war damals, Sie erinnern sich ja noch die Stimmung, Sie waren ja immer so ein Bindeglied zwischen Autor und Leser und sind das noch? Ja, die Stimmung war schon so, dass die, also ich rede jetzt mal hauptsächlich von den Studenten, dass die doch ungeheuer ideologisiert waren. Nun kann es natürlich auch sein, zu uns kamen meistens mehr die Leute, die stark linksorientiert waren, die innerhalb dieser ganzen Bewegung wirklich was getan haben, auch was nicht nur aktioniert haben, sondern auch wirklich was gedacht haben. Vieles war natürlich nachher nur Aktion und das war ein bisschen schade, weil da viel davon verloren gegangen ist. Aber erstens, wer soll sich denn aufregen, wenn nicht junge Leute? Von den Alten können wir doch nicht erwarten, dass sie eine Revolution machen. Und zweitens hatten sie ja auch unendlich viele Gründe und dass sie ihre Gründe weit über das sogenannte Vaterland hinaustrugen, sprach ja nur für sie. Dass sie es an die Gruppe 47 trugen, halte ich für eine vollkommen, ja, einfach etwas irre Geschichte. Der falsche Baum angebellt. Völlig, nicht? Denn natürlich war in der 47er keine homogene Gruppe. Da gab es solche und solche, es gab ganz viel unpolitische Leute, es gab ganz viel Leute, die, wenn nicht politisch, so doch freiheitlich gedacht haben und sich auf alle Fälle gegen jede Art von
Gewalt von oben und Gewalt von Staat und so weiter gewehrt haben. Aber dass sie nun alle gerade revolutionslüstern waren, das kann man auch nicht sagen. Nur da nun einzubrechen und da zu versuchen, was zu tun, konnte höchstens dazu führen, dass die Gruppe unter sich nochmal darüber stritt, hat es einen Sinn oder hat es keinen, aber das haben die sowieso getan, denn in der Gruppe ging es ja sehr lebhaft zu, gerade was diese engagierte Literatur anlangte. Und das andere halte ich wirklich für ein Missverständnis von den Studenten. Walter Höllerer fragt nach der Bezugsfigur und entdeckt die Relativität der Relationen als Prinzip. Es geht ihm um Daseinsformen und Bewusstseinsmöglichkeiten. Walter Jens hat von Walter Höllerers Rede nichts verstanden. Hans Magnus Enzensberger gesteht, dass er beim Zuhören etwas geschwankt hat. Marcel Reich-Ranitzky kann nicht recht verstehen, was Hans Magnus Enzensberger gesagt hat und befürchtet durchaus den Schritt vom Asketischen zum Sterilen. Er hat wenig dagegen, nichts dafür zu sagen. Hans Meyer hat Walter Höllerer eigentlich durchaus verstanden und beim Hören die merkwürdigsten Evolutionen durchgemacht. Joachim Kaiser wendet sich gegen das Wort Steckenbleiben von Walter Höllerer. Obwohl er immer ein Einzelgänger war, kannte er die Gruppe seit ihren Anfängen genau. Wolfgang Köppen. Ich glaube, dass das Urteil von Angehörigen der Gruppe, von Angehörigen der Studentenrevolte gegen die Gruppe 47 damals ein Unrecht an ihr war, denn die ganze Studentenrevolte war von der Gruppe 47 schon und von allem, was die schon an Büchern veröffentlicht hatte, an Reden gehalten hatten, einzelne Mitglieder, glaube ich, doch nicht ganz unbeeinflusst, wenn sie auch vielleicht das Ganze eben als eine Spielerei ansahen oder eine unnötiges Gerede. Das war undankbar von ihnen und sie wollten zu einer Tat schreiten nun allmählich. Sie wollten Taten sehen. Das haben nun wieder manche der Mitglieder der Gruppe 47 sehr begrüßt. Die Studentenrevolte hatte deren Sympathie zum Teil. Sie teilte sich auch. Andere wieder meinten, dass das die ganze Demokratie, die Anfänge, die zarten Anfänge der demokratischen Pflanze vernichten würde, wo sie zum Teil, leider muss ich heute sagen, auch recht gehabt haben. Denken Sie wirklich, dass das eine solche Irritation war, diese paar jungen Leute? Für den Staat war es eine Irritation und der Staat, der still böse sein wollte, wurde laut böse daraufhin. Das war doch wohl der Fall. Und wie das dann geendet hat mit der Gruppe 47, spielte es sich so aus, ja, es fanden noch Tagungen statt, aber es war nicht mehr recht was. Es fehlte das Feuer. Und die Studentenrevolte, der ich ja ebenso wenig angehört habe wie der Gruppe 47, aber beide, sowohl die Gruppe 47 wie die Studentenrevolte, ich mit großer Sympathie betrachtet habe, ich weiß gar nicht da genau, wieso das plötzlich endete. Was mich enttäuscht hat, und ich glaube auch viele selbst enttäuscht, die dabei gewesen sind, wie kurz der Atem gewesen ist. Und das war leider vorauszusehen. Einige meiner Generation, auch ich, haben warnend darauf hingewiesen, dass Protesthaltung alleine keine kontinuierliche Politik erlaubt. Dass man da wirklich dicke Bretter bohren muss. Und es war dann doch erschreckend zu sehen oder es bestätigt zu bekommen, wie viele, wie rasch sie ausstiegen, wie rasch sie wendeten, wie rasch sie die Wende mitmachten, wie rasch sie mit den Diplomatenköfferchen rumliefen und Dutschkes Aufforderung, den Marsch durch die Institutionen anzutreten, sehr wortwörtlich genommen haben. So hatte er es nicht gemeint. So hatte er es nicht gemeint und viele sind dann in der Institution in der Tat gelandet.
die Probleme sind gewachsen, sind gleich geblieben. Ich will das auch nicht verallgemeinern. Es gibt ja viele, die bei den Grünen und auch bei der SPD weitermachen und an diesen Brettern bohren. Aber von der Masse, die damals in Erscheinung trat, und von dem Anspruch, mit dem sie es tat, ist zu wenig übrig geblieben. Ist aber von der Gruppe 47 viel übrig geblieben, außer ihren Teilnehmern. Jenes unnachahmliche Gemisch aus Kritik, Narzissmus, Tratsch und Kunst, sind davon irgendwo noch Reste übrig? Walter Mantzen weiß nicht, ob Günter Grass weiß, ob Brecht wissen konnte, was Grass weiß und Unselt wissen kann, was Brecht wusste. Und Grass weiß, ob Brecht wissen konnte, ob Unselt weiß, was Grass nicht weiß, aber er sagt's nicht. Hierzulande besteht seit alters her die Neigung, angenehme Dinge und aufregende Zeiten so lang mit Kritik zu überziehen, bis sie fast unsichtbar geworden sind. Bis zu diesem schönen, versteckten Ort am Ammersee mussten wir fahren, um eine ganz unverhohlen nachtrauernde Stimme aus der Gruppe 47 zu hören. Sie hat auch ein Tagebuch aus dieser Zeit veröffentlicht, die Schriftstellerin Barbara König. Wie war die Gruppe eigentlich, Frau König? Ja, die war toll. Sie war jung und verrückt und absolut ungezogen, würde ich sagen. Und merkwürdigerweise gebändigt von diesem Hans-Werner Richter, was sie mir so leicht keiner nachgemacht hätte. Aber sonst waren sie... Denn heute wird das Ganze so in der Rückschau ja ein bisschen sehr würdevoll und heilig und philologisch gesehen. Ach, oh lieber Gott, nein. Nein, es war das Gegenteil. Es war eine wilde Gesellschaft und... Das Schönste waren die Feste und die Feiern und das ging die ganze Nacht durch. Damals konnte man natürlich noch viel mehr auch an Alkohol vertragen und all diesen Sachen. Und es wurde geraucht und getrunken und gelacht und getanzt und es war eine wilde und sehr lebensfrohe Gruppe. So, und dann kam die zweite wilde Gruppe, die, wenn man sich die heute anschaut, so wild ja eigentlich gar nicht war. Stichwort 1967, Pulvermühle, der Einbruch der Politik in die Gruppe, damals mit dem etwas verblüffenden Satz, die Gruppe 47 ist ein Papiertiger. War das wirklich das Ende der Gruppe? Oder war das eigentlich schon vorher? Ja, bin ich überfragt. Das wurde natürlich öfter besprochen, diese Frage, wann war es wirklich zu Ende und geht es jetzt zu Ende? Man hatte Jahre vorher schon davon geredet, dass es nun mal aufhören sollte, vielleicht einzelne sprachen davon. Die anderen kamen wieder umso lieber, immer wieder. Nein, die davon sprachen, kamen auch gerne wieder. Nicht? Aber ich finde wieder der Instinkt von Hans-Werner Richter sehr wichtig, weil er merkte den Moment, er spürte, er roch sozusagen den Augenblick, an dem man aufhören konnte. War mit dieser Geschichte mit Prag, mit dem Plan, im nächsten Jahr da zu tagen. Und dann hatte er die Gelegenheit zu sagen, wir werden erst wieder tagen, wenn wir in Dobžiš bei Prag... Ja, aber diese Studenten, die ja da sehr verteufelt worden sind, zum Teil wurde dann auch der Polizei und alles gerufen, die waren doch nur so ein Anlass. Oder war es wirklich, dass man sich selber die Frage stellte, jetzt neu nach den 67er, 68er Ereignissen, ob die Literatur jetzt was anderes machen muss, als eben diese Innenschau. Ja, das kann schon sein. Nun waren ja wir nur die Beteiligten. Wir kamen zusammen und lasen oder nicht und hörten zu, aber zu bestimmen hatten wir ja nichts. Das war einerseits war Richter, der wirklich einlud oder nicht, sonst ging da ja nichts. Und andererseits waren vielleicht ein paar Leute da, die beschlossen oder die berieten, sollte man oder sollte nicht. Aber im Grunde war es Richter. Wenn er sagte, nun Schluss, dann war Schluss. Und ich kann mir denken, dass es der richtige Augenblick war, denn es war ja wirklich eine Zeit, in der man... Es war Umbruch. Man sah, da bewegte sich etwas und alles hat ja seine Zeit. Die Phase war offenbar zu Ende, nicht? Was hatten Sie ganz persönlich für ein Gefühl dabei? Bei dem Schluss, mir hat es leid getan. Nicht? Für mich war es, wie für viele andere auf jeden Fall, ein Verlust. Es gab keine Hauptstadt, es gab keine Treffpunkte. Es war ja doch immer eine Art
wie soll man sagen, so eine Art Heimat. Der Begriff Heimat wird immer schwieriger. Wo sind die Spuren der Literatur, die Zeichen der Revolten von damals? In den Graffiti der Städte findet sich ein wenig davon, die Erinnerung, ein Epitaph für etwas Gewesenes. Grund zur Melancholie, oder? An den 20-Jahres-Rhythmus haben wir uns in der Geschichte von der Gruppe und den Studenten gewöhnt. Aber wann und wo wird wieder etwas Neues beginnen? Oder hat es schon begonnen? Die Literatur wird alljährlich zumindest für halbtot erklärt. Vom Revoltieren ist eine müde Aufmüpfigkeit übrig geblieben. Die Themen sind so zahlreich und dramatisch geworden, dass wir uns betäubt den vermeintlich sicheren alten Zeiten zuwenden. Und was ist mit den Büchern? Diese Stadtzeitung wird von denen gelesen, deren Großeltern die Gruppe 47 und deren Eltern die Studentenbewegung wahrgenommen haben. Der für Kultur verantwortliche Redakteur Wolfgang Rüger. Also ich denke, dass, sagen wir mal, ganz junge Leser, ganz junge Leute, was unsere Leser angeht, die sind ja im Alter zwischen vielleicht 18 und Mitte 30, glaube ich, dass bestimmte Magazine vielleicht trendsetzend sind und die Literatur, die da propagiert wird, könnte ich mir vorstellen, dass die momentan da noch geht. Das sind also überwiegend so Yuppie-Romane à la J. McInerney oder Tamar Janowitz, die ich als Literatur relativ uninteressant halte. Aber ich glaube, das ist vielleicht die einzige Literatur, die da überhaupt noch sich in höheren Auflagenzahlen verkaufen lässt. Also alles faktisch spurlos verschwunden. Böll und Gras und Wahl sind nur noch als Gegenstand für Deutschunterricht. Ja. Oder wie sehen Sie das? Ja. Das würde ich auch so sehen. Also zum einen ist es so, dass im Deutschunterricht das natürlich moderne Klassiker sind, die auf jeden Fall noch zum Repertoire gehören. Und in deutschen Universitäten würde ich das auch so sehen. Dass, auch da, den würde ich im Grunde auch sehr viel Vorwurf machen. Dass da im Grunde auch sehr viel falsch gemacht wird. Dass im Grunde eine totale Verschulung stattfindet an Universitäten, dass den Studenten selbst überhaupt nichts mehr zugetraut wird. Also in dem Moment, wo es zum Schriftsteller keine 2 Meter Sekundärliteratur gibt, ist er auch nicht behandlungswürdig. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine fatale Entwicklung. Wie kann man dagegen steuern? Wie versuchen Sie das zu tun? Also es ist ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ob man als Stadtzeitung da großartig was machen kann. Wir versuchen natürlich irgendwie was zu machen. Wir haben auch einen relativ großen Literaturteil für deutschsprachige Stadtzeitungen. Auch da ist ja eine Entwicklung feststellbar, dass nur noch ganz, ganz wenige Stadtzeitungen überhaupt einen regelmäßigen Literaturteil haben. Weil auch da würde ich mal behaupten wollen, das Literaturressort am meisten Arbeit macht. Also ein 600-Seiten-Buch zu lesen, braucht man eine bestimmte Zeit und dann gibt es wenig Honorar. Und das ist so ein Aufwand, den im Grunde auch nur wenige leisten wollen. Dementsprechend gibt es wenig Literaturteile. Wollen denn die 20-Jährigen überhaupt noch ein 600-Seiten-Buch lesen? Das weiß ich nicht. Also ich glaube es zwar eher auch nicht, obwohl es zum Beispiel auf Verlagsseite immer wieder behauptet wird, dass dem so sei, dass es zumindest irgendwie eine kleine Schicht gibt, die das Buch hoch und heilig halten wird und auch entsprechend dafür sorgen wird, dass die Literatur irgendwie nicht ausstirbt. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal elitäre Zirkel, die das als Privileg ansehen, noch lesen zu dürfen oder lesen zu können. Walter Jens findet weder Theologie noch Libretto. Alexander Kluge findet eine sehr interessante Abkehr von der Rhetorik. Günter Grass findet, dass das nun einmal eine pausbäckige Angelegenheit ist. Hans Meyer findet den Text sehr schön. Günter Grass kommt es auf den langen Atem an. Marcel Reich-Ranitzky will nur nicht gleich aufhören zu kritisieren, wenn es sich nicht um avantgardistische Kunststücke handelt. Hans Meyer findet es schwer, etwas zu sagen. Er ist sehr bewegt und findet's wunderschön. J.
Joachim Kaiser hat keinen Kunstfehler entdeckt. Aber das ist das Schwierige im Moment aus dieser Zitterpartie, Engagement, ja oder nein, Freiheit des Schaffens, ja oder nein, kommt man jetzt heute nicht mehr heraus und darf nichts mehr beurteilen. Wenn man links ist, ist man für Engagement und wenn man rechts ist, ist man für die Reinheit der Kunst, obwohl das schon längst nicht mehr so einfach ist. Und ich würde also sagen, große Literatur, das ist ein Zufall. Also ich kann Ihnen nicht zustimmen, dass die Literatur nach der Gruppe 47, nach der Studentenrevolte, langweilig geworden sei. Sie ist, damit haben Sie recht, etwas von den brennenden Themen abgerückt. Sie ist aber nicht konservativ geworden oder bewahrend geworden, sondern in ihren Bestreben oder wo sie ernst zu nehmen ist, da ist, äußert sich ihre Opposition und zum Teil ihre Verzweiflung in anscheinend unpolitischen Themen, die aber gar nicht unpolitisch sind, sondern eine Verbindung haben oder herkommen aus menschlicher Angst und Verzweiflung oder auch einfach Einsamkeit, womit ich allerdings sagen will, dass ich Einsamkeit für einen Schriftsteller etwas Gutes finde. Etwas Unabdingbares? Ja, vielleicht. Daraus aber auch wieder Literatur entstehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so lokal irgendetwas entsteht. Vielleicht sitzt irgendwo einer mal Warenhagen und macht einen neuen Salon auf. Und vielleicht kann man sich auch in einem Salon treffen, der niemandem gehört. Ich denke, dass es gute Chancen hätte, wenn man versuchen würde, das literarische Gespräch wieder an irgendeine Institution zu kriegen. Aber sie sollte eine möglichst dezentrale und unstraffe Organisation sein. Das sage ich heute. Lassen Sie mir 20 Jahre Zeit, mich in anarchistischem Chaos enttäuschen zu lassen. Dann werde ich Ihnen sicher vorschlagen, doch mal wieder eine Kaderorganisation zu machen. Und so ist das halt in der Literatur. Ich danke.